Mein Name ist Dominik Sonnack. Ich bin der Abteilungsleiter für die Öffentlichkeitsarbeit im Sportbund Rheinland. War vorher bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz in der Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und habe da entsprechend jetzt schon über 10 Jahre Erfahrung in diesem Themengebiet beruflicher Natur auf Verbandsebene. Dass ich aber auch die andere Seite der Medaille oder den anderen Blick kenne, nämlich euren Blick aus dem Verein, möchte ich einfach ganz kurz mit den 2 Punkten signalisieren, dass ich auch eine Vereinsmanager-Ausbildung erst C, dann B gemacht habe beim Sportbund Rheinhessen und beim Sportbund Rheinland und 2006 einen Verein gegründet habe und war dort lange Vereinsvorsitzender beziehungsweise auch Vorstandsmitglied. Das nur so als Hintergrund, dass Sie wissen, mit wem Sie es jetzt heute Abend hier zu tun haben. Inhalte, wie ist der Ablauf heute? Wir haben eine gute Stunde. Ich gucke zwischendurch immer mal auf die Uhr, dass wir das auch irgendwo einhalten, dass wir da vorankommen. Die Inhalte sollen in diese 7 Punkte gegliedert sein. Einmal, was wird unter Öffentlichkeitsarbeit verstanden? Welche Ziele verfolgen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit? Dass eine Öffentlichkeitsarbeit nicht ohne Konzept passieren soll. Dann das Thema Zwischen- und Zielkontrolle. Wir werden uns mit Empfängern, Sendern und Kanälen beschäftigen. Dann möchte ich am Ende so goldene Regeln, die sind jetzt nicht komplett aus meiner Feder, die habe ich aus verschiedenen Dingen zusammengetragen und tituliere sie hier unter goldenen Regeln. Und dann am Schluss ein kleines Danke von meiner Seite und den Kontakt, die Kontaktdaten nochmal, dass jeder weiß, wenn er im Anschluss Fragen hat, die er dann nochmal loswerden kann, wenn die erst einem heute Nacht kommen oder morgen tatsächlich. Gut, starten wir rein. Was wird unter Öffentlichkeitsarbeit verstanden? Öffentlichkeitsarbeit ist Teil des Marketings. Die Abstufung ist normalerweise so, zuerst ist das Marketing in der Theorie, dann kommt es ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, ist im Marketing verortet. Und dann folgen so Sachen wie Pressemitteilungen, Veranstaltungen, Corporate Identity und all solche Sachen. Die folgen dann sozusagen theoretisch gesehen abgestuft unter der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man es landläufig auch kennt unter der Abkürzung PR, Public Relations, und wenn man es sehr, sehr, sehr frei übersetzen möchte, dann könnte man es so bezeichnen, dass es eine öffentliche Beziehungsarbeit ist. Sprich, ich bin ständig im Austausch mit Menschen, teilweise mit Menschen, die ich kenne, teilweise aber auch mit Menschen, die ich nicht kenne. Wichtig, und dabei möchte ich ganz kurz das Bild auf der rechten Seite euch erklären, ist die Trennung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Ganz, ganz oft höre ich immer wieder, Werbung ist Öffentlichkeitsarbeit oder andersrum, dass es vermischt wird oder vertauscht wird. Das Bild auf der rechten Seite, ich hoffe, ihr seht es mir nach, ich habe das auch nur kopiert, dass es jetzt vom Mann zur Frau geredet wird und ich hoffe, dass ich damit keinem irgendwie auf die Füße trete, dass der Mann eben der Frau sagt, dass er ein großartiger Liebhaber sei. Also das ist das untere Bild. Das ist Werbung. Er wiederholt das ständig und Werbung ist eben ständig die gleiche Nachricht, immer wieder in Kopie. Man kennt es aus dem Fernsehen, aus Plakatwänden, von Plakatwänden, dass immer wieder die gleiche Nachricht platziert wird. Regelmäßigkeit ist da das Ziel und damit eben die Informationen in die Gehirne der Seher und Zuhörer zu transportieren. Öffentlichkeitsarbeit hingegen ist, wenn nicht die Person selbst, sondern eine andere Person die Informationen weiterträgt. Also bei uns kann es natürlich der Sportbund Rheinland nicht selbst tun, weil er eben keine reale Person ist, sondern nur ein juristisches Konstrukt. Sondern wir als Mitarbeiter oder als Referenten, die für den Sportbund Rheinland, der es in dem Fall als Webby. Ich klinke mich noch mal kurz dazu. Dominik, leider hören wir dich gerade nicht. Also ich nicht. Die anderen anscheinend auch nicht.
Müssen wir einmal kurz stoppen. Hört ihr mich denn? Ja, super. Mich hört man. Ich versuche den Dominik nochmal gerade zu kontaktieren. Da war wahrscheinlich die Internetleitung vom Dominik doch nicht so gut. Hallo, da bin ich wieder. Wir warten einfach gerade. Anscheinend muss der Dominik sich nochmal neu in den Webinarraum einwählen. Aber solange ihr mich noch hört, ist ja alles gut. Das war bestimmt, weil der Dominik gesagt hat, da spricht jetzt der Mann zur Frau. Und normal soll es ja dann umgekehrt sein. Wir warten einfach noch mal einen kurzen Moment. Er kann sich eigentlich problemlos wieder in den Webinarraum einloggen. Er hat alle nötigen Zugänge auf jeden Fall. Ich schaue einmal noch gerade nach, ob ich vielleicht am Handy was von ihm höre. Aber, guck mal, jetzt ist uns dasselbe passiert wie gestern beim Bildungswerk, dass da die Internetleitung nicht so stabil war. Dabei dachte ich noch, meine wäre nicht die beste. Ich schicke ihm noch mal gerade eine E-Mail mit dem Link. Vielleicht kann er sich dann schneller wieder einwählen. Mal sehen, ob das funktioniert. Gucken, ob er wieder da ist. Ja, wenn ihr rausfliegt, dann könnt ihr direkt mit demselben Account, mit demselben Link wieder reingehen. Solange ich das Webinar nicht sperre und für andere Teilnehmer schließe, kann jederzeit wieder reingehen. Aber bisher sehe ich den Dominik leider noch nicht wieder im Zuschauerraum. Hätte ich jetzt die Präsentation von Dominik, würde ich einfach weitermachen. Die habe ich aber leider nicht. Aber ich rufe ihn doch einfach mal auf dem Handy an. Solange unterhalte ich euch noch ein bisschen. Der hat wahrscheinlich gerade Schweißausbrüche, wenn er nicht mehr in unseren Webinarraum reinkommt. Ah, da ist er. Ja, ich befördere dich direkt mal. So. Ja, guten Tag. Hier bin ich wieder. Ich habe schon gesagt, das war, weil du gesagt hast, da redet der Mann zur Frau. Ich steige da jetzt gleich wieder ein. Ich weiß ja, wo ich war. Kann ich schon teilen? Kann ich weitermachen? Ja, ich habe dir alle Rechte schon übertragen. Gut, dann sind wir wieder da. Ich habe schon gedacht, das wäre meine Internetverbindung gewesen. Nein, es war meine. Aber wie am Anfang schon gesagt, nach der Erfahrung von gestern kann mich nichts mehr schocken. Ich mache es genauso wie der Marco gestern. Ich habe mein Handy nebendran liegen und jetzt ein Hotspot über mein Handy laufen. Das sollte jetzt funktionieren. Wir sind ja noch ganz am Anfang vom Monat, sodass mein Datenvolumen auch noch nicht aufgebraucht ist. Sehr gut. Also ich hoffe, es war jetzt für die Teilnehmer nicht zu langweilig. Aber mich haben sie noch weiterhin gehört. Also scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Technik ist anscheinend 18 Uhr. Termin ist vielleicht nicht der ganz günstigste. Irgendwie. Oder hat nicht das beste Omen jetzt. Wir müssen uns vielleicht mit Marco überlegen für morgen, ob wir bei 18 Uhr bleiben. Aber gehen wir davon aus, dass wir das weiterhin so machen. Danke, Marco, fürs Datenvolumen sammeln. Ja, ja, es sollte eigentlich reichen. Okay, machen wir weiter. Ja? Gut, wir waren bei dem Thema, was ist der Unterschied zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung? Ich glaube, ihr habt mich soweit verstanden, was ich euch erzählen wollte oder erklären wollte mit dem Foto rechts, dass wir eben als Personen unserer Sportvereine, als Personen unserer Sportverbände aktiv werden und die Nachrichten transportieren und das Ganze eben authentischer ist,
wenn wir das weiter transportieren, wie wenn jetzt auf dem rechten Bild eben unten die Person selbst von sich behauptet, dass sie großartig ist, egal in welcher Form oder in welchem Zusammenhang. Der Klassiker in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Kommunikation ist natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit auch nicht zu vergessen. Paul Watzlawick ist sicherlich ganz, ganz, ganz vielen Leuten bei euch bekannt. Man kann nicht kommunizieren, ist hier der große bekannte Satz. Und ich will ganz kurz erklären, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich über diesen Satz nachdenke in den Webinaren oder Seminaren zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Selbst wenn ihr ein Verein seid, der vor 100 Jahren gegründet wurde, vielleicht 50 Mitglieder hat, keine Homepage hat, keine Pressemitteilung rausgibt, vielleicht sich auch nur noch unregelmäßig irgendwie zu Stammtischen trefft, ihr seid mehr oder weniger nur noch ein Verein auf dem Papier, so seid ihr trotzdem geführt, beispielsweise in Mitgliedslisten beim Sportbund Rheinland oder beim Fachverband. Allein dieses Auftauchen dort kommuniziert schon. Wenn ich jetzt beispielsweise genau diesen Verein finde und sehe und im Internet dazu keine Homepage, kein Social-Media-Auftritt, ich lese keine Nachrichten von denen in den Zeitungen, man hört und sieht nichts, der Vorsitzende ist vielleicht auch nicht zu erreichen oder nicht mehr der, der notiert ist, dann ist das trotzdem eine Art der Öffentlichkeitsarbeit. Die ist natürlich nicht positiv. Aber was ich mit der Sache signalisieren will, ist, selbst wenn ihr gar nichts tut, kommuniziert ihr trotzdem. Wenn ihr eine Homepage habt, die die letzte Nachricht von 2014 aufweist in den aktuellen News, dann ist das natürlich ein Zeichen nach außen, wenn ich jetzt als Neumitglied euch ausgeguckt habe und sage, da würde ich gerne Mitglied werden und sehe dann, die letzte Nachricht ist von 2014 und jetzt haben wir 2020, dann ist das Ganze natürlich, ja, für mich als Person würde das nicht unbedingt den Ausschlag geben, dass ich da teilnehme. Also schaut immer, dass man aktuell kommuniziert und nicht die Kommunikation ganz einstellt. In diesen Zeiten, aktuellen Corona-Krisenzeiten, mehr denn je wichtig, denn die Leute müssen wissen, dass es den Verein weiterhin gibt und dass ihr weiterhin aktiv seid. Deswegen ganz tolle Aktionen, die ich schon von der TG Konz, vom VfL Bad Kreuznach oder hier in Mainz vom TSV Schott auch gesehen habe, wie trotzdem online Sportangebote präsentiert werden, um weiterhin in Kontakt zu ihren Mitgliedern zu bleiben oder zu euren Mitgliedern zu bleiben. Gut, nächste Folie. Ja, jetzt sind wir da und die Technik reagiert aus. Welche Ziele sollten wir verfolgen oder verfolgen wir mit der Öffentlichkeit allgemein? Natürlich möchten wir erstmal Informationen preisgeben von uns als Verein, von unseren Angeboten, von den neuen Spielzeiten, von den Erfolgen der Mannschaften, von der Neuwahl des Vorstands, also klassische Informationen, die wir nach außen transportieren. Und im zweiten Schritt möchten wir in vielen Fällen sicherlich auch die Bekanntheit steigern. Klar ist das jetzt für einen Verein, für einen kleinen Verein in einer großen Stadt oder in einer größeren Kommune wichtiger, dass das Thema Bekanntheit steigern auf der Tagesordnung steht, als bei einem Verein, der in einem Dorf mit 1500 Einwohnern bereits irgendwie 900 Mitglieder hat. Da ist es natürlich davon auszugehen, dass man irgendwie eine Bekanntheit von 90 oder noch mehr Prozent bereits erreicht hat, dann ist das vielleicht nicht mehr das Ziel, was man verfolgen will oder sollte, sondern dann kann man sich auf andere Dinge fokussieren. Image verbessern ist auch immer ein Punkt. Kleines Beispiel, an der Stelle man dann auch sieht, was alles Öffentlichkeitsarbeit ist. Ich nenne immer wieder gerne die Sportfeste, die ja eigentlich so Ende der Fußballsaison stattfinden. Ja, mehr oder weniger Spaßturniere ohne ja, richtig sportlichen Mehrwert, sondern man trifft sich, dass man auch mal ein bisschen kickt, dass man ein kleines Turnier ausspielt, am Ende sogar auch einen Sieger hat, klar. Aber auf der anderen Seite, dass man hinterher auch zusammensitzt, ein Bierchen trinkt, ein bisschen klönt, die Saison irgendwie Revue passieren lässt und, und. Wenn jetzt die Mannschaft A zur Mannschaft B rüberfährt, am Spiel teilnimmt, anschließend noch zwei Bier trinkt und gegen Ende des Festes, wenn der Hahn eigentlich schon zu sein sollte, die Mannschaft dann sagt, boah, aber stellt euch doch nicht so an, ist doch nur einmal im Jahr und komm, zwei Bier können wir doch noch trinken. Das Image ist wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn es so laufen könnte, wie in der zweiten Variante, dass die Mannschaft um 2 Uhr sagt, der Hahn ist zu und sagt,
Okay, alles gut. Wir treffen uns ja dann nächste Woche bei dem und dem Verein zum nächsten Sportfest. Wo können wir euch jetzt noch helfen zum Aufräumen? Auch das ist Öffentlichkeitsarbeit. Transportiert nicht unbedingt direkt durch eine Pressemeldung, aber es transportiert das Image des eigenen Vereins zum Nachbarverein an der Stelle. Der vierte Punkt ist das Thema Aufklärung. Ihr sollt Experten werden oder auch schon Experten sein. Ihr schafft euch Wissen drauf, das ihr dann wiederum nach außen transportiert. Ich habe jetzt hier für unseren Fall einfach mal gezeigt, wie ich mir das vorstelle, an welcher Stelle der Sportbund Rheinland Experte sein sollte, nämlich in der Beratung von Vereinen. Gerade ganz aktuell, wir haben die FAQ zum Thema Corona in den letzten 10, 14 Tagen zusammengestellt. Die sind immer größer, immer umfangreicher geworden. Und wir haben das per Pressemitteilung rausgegeben, per Social Media, auf unserer Homepage und. In Kurzinterviews mit unserem Geschäftsführer darauf hingewiesen. All das haben wir getan, um nach außen zu zeigen, dass wir der Experte in diesem Bereich sind. Also wenn ein Verein im Sportbund Rheinland jetzt nach Fragen rund um Corona sucht oder nach Antworten in dem Fall, Fragen hat und Antworten sucht, dann muss ihm sofort in den Sinn kommen, hey, ich melde mich beim Sportbund Rheinland, die wissen das, da kann mir jemand helfen und die Leute müssen sich nicht erst in tiefgreifende Suchen selbst ins Internet verirren und gucken, ob das denn vielleicht jetzt die tatsächlich richtige Lösung ist für ihre Frage. Wir haben da viel zusammengestellt und wenn Fragen dabei sein sollten, die wir noch nicht beantwortet haben, schickt uns die gerne rein. Wir kümmern uns mit unseren Beratern, Rechts- und Satzungsexperten, mit Versicherungsexperten und all solchen Leuten, um dann die passende Antwort zu bringen. Also wir sind an der Stelle hoffentlich der Experte für euch. Jetzt beim Thema Öffentlichkeitsarbeit hoffe ich, dass ich dieser Experte bin für euch und wenn ihr in eurem Verein denkt, dann solltet ihr der Experte, ich nenne jetzt einfach mal einen Turnverein, im Beispiel Turnen sein. Ihr solltet im Optimalfall alles über Turnen wissen, was es so zu wissen gibt. Das heißt, wenn irgendjemand anderes draußen unterwegs ist und der will was über Turnen wissen und der will das nicht irgendwie selbst im Internet nachsuchen, dann muss der eure Telefonnummer im Optimalfall haben und wissen, hey, ich rufe beim Hans Müller an, der ist doch der Vorsitzende vom Turnverein XY und der kann mir sagen, wann Friedrich Ludwig Jahn das erste Mal auf der Hasenheide rumgeturnt ist. Oder der kann mir sagen, wie die methodische Übungsreihe für die Rolle vorwärts ist. Oder. Also, das soll den Hinweis geben, wie ihr dieses Expertenwissen zu verstehen habt. Vorletzter Punkt auf dieser Folie ist das Thema Lobbyarbeit. Ihr sollt mit der Öffentlichkeitsarbeit dafür sorgen, dass ihr euch eine Lobby aufbaut, eine positive Lobby aufbaut. Der Begriff Lobby ist ja meistens ein bisschen negativ besetzt, aber wer keine Lobby hat, ist meistens schlechter dran als einer, der Fürsprecher hat. Nichts anderes ist ja ein Lobbyist, man hat einen Fürsprecher und man geht auf die Suche, um weitere Fürsprecher zu finden, am Ende vielleicht sogar Wirtschaftspartner zu gewinnen, die den Verein finanziell unterstützen oder andere Leute, die mit Spenden entsprechend den Verein fördern möchten. Und letzter Punkt, den wir mit der Öffentlichkeitsarbeit verfolgen sollten oder verfolgen möchten, sich von Mitbewerbern abgrenzen. Das kann jetzt in unserem Fall natürlich von Sportbund zu Sportbund sein, dass man sich abgrenzen möchte. Im Beispiel Corona tun wir das explizit nicht, denn hier haben wir uns abgestimmt, dass jeder von jedem abschreiben darf und sollte, wenn Themen bei sich noch nicht bearbeitet sind, dass man diese kopieren kann, ohne dass wir jetzt da sagen, nee, Finger hoch, dürft ihr nicht. Trotzdem möchten wir uns natürlich mit unseren Webinaren beispielsweise von anderen Anbietern wie Volkshochschule, wie Rotes Kreuz oder anderen Institutionen eben abgrenzen und sagen, wir präsentieren euch die Öffentlichkeitsarbeit ganz besonders für Sportvereine und nicht irgendwie für Kirchen. Wobei man immer sagen muss, natürlich die Grundlagen, die Basics sind gleich, da kann man theoretisch das Thema einfach wechseln oder das Topic wechseln. Nächster Punkt, Folie Nummer 6, keine Öffentlichkeitsarbeit ohne Konzept. Ich habe mir da einen kleinen Hinweis gesetzt mit diesen 5 Fingern. Ihr seht nur 4 Punkte auf der Folie, aber die Grundlage für diese Folie ist die Marketing-Management-Methode. Wer das googeln möchte, der findet dazu die 5 Punkte, nämlich es geht los mit einer Analysephase.
Es geht weiter mit einer Konzeptionsphase, die Gestaltungsphase schließt sich an, dann kommt die Realisierungsphase und im Abschluss kommt die Kontrollphase. Das wollte ich mir hier als kleines, als kleine Erinnerung aufrufen und dann euch auch besser die Folie erklären können. In der Situationsanalyse einfach mal eine Grundlage zu schaffen. Wo steht der Verein und wo kommt der Verein her? Also wo ist der Ist-Zustand? Wie kriege ich das jetzt raus? Im guten Fall, im zeitlich aufwendigen Fall und aber kostengünstigen Fall, also finanziell zumindest kostengünstig, kann ich eine Umfrage starten unter meinen Mitgliedern. Beispielsweise, wenn es um das Image geht, wenn es um das Angebot geht oder. Oder ich mache mir sogar die Mühe und mache eine Umfrage, sonst eine Haustürumfrage im ganzen Ort. Je größer der Ort ist, also jetzt an die Mainzer Vereine, ihr werdet nicht von Haustür zu Haustür in Mainz laufen, um das Image oder die Bekanntheit des TSV Schott oder anderen, dem Mombacher Turnverein, zu überprüfen. Wenn ich aber ein kleinerer Verein in einer kleineren Kommune bin, dann kann ich das mit einem relativ geringen Aufwand dann doch schon mal stemmen, um eine schnelle Abfrage zu bekommen, wo der Verein denn aktuell steht. Wenn ich diese Grundlage habe, in so einer Analyse kann ich natürlich viel mehr Punkte mit reinpacken als nur das Image oder die Bekanntheit, die Punkte, die wir eben auf der Folie hatten. Und kann dabei aber natürlich viel mehr feststellen als nur diese paar wenigen Punkte. Wenn ich das getan habe, bastel ich mir eine Strategie zu Zielen und zur Zielgruppe. An der Stelle beim Thema Ziele wollte ich jetzt nicht mehr die Smart-Methode aufzeigen und hier noch zeigen. Das würde uns einfach Zeit fressen für die anderen Punkte. Wer das googeln will, Smart, S-M-A-R-T, vielen sicherlich auch bekannt, der sieht nochmal, wie man sich Ziele setzen sollte, was da für Bedingungen an Ziele geknüpft sind, damit man die tatsächlich auch gut verfolgt und am Ende erreichen kann, ohne dass man sich selbst was in die Tasche lügt. Ja, bei den Punkten geht es darum, wie gehen wir vor? Was sollen die Leute von uns denken und wen können wir erreichen? Beispiel von meiner Seite, ihr plant den Umbau einer kleinen Ecke an eurem Sportplatz. Ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder das Ganze in einen Streetball-Court umzubauen, mit also so dieses aktuelle, hätte in diesem Jahr das erste Mal bei den Spielen stattfinden sollen, so ein 3x3 Basketball, oder ihr baut einen Bullplatz. Jetzt rattern bei euch die Gehirnwindungen und überlegt, okay, welche Zielgruppe spreche ich mit Bull an und welche Zielgruppe spreche ich mit 3x3 Basketball an? Wahrscheinlich unterschiedliche und wahrscheinlich sind die auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs, sodass ich an dieser Stelle eben überlegen muss, wen kann ich erreichen und welchen Kanal nutze ich da? Nutze ich eher klassischen Brief, nutze ich einen Social Media oder andere Sachen? Das zielt dann schon auch in den Punkt Taktik und Maßnahmen, dass wir eben überlegen, wie wir dem Ziel dann am Ende auch nahe kommen. Letzter Punkt, den ich gleich noch ein bisschen ausführen möchte, ist die Zwischen- und die Zielkontrolle. Dahinter verbirgen sich dann die Fragen, haben wir das Ziel erreicht? Punkt 1, also ganz am Ende. Und aber auch Punkt 2, ist es der richtige Weg, der eingeschlagen wurde? Guck mal zwischendurch, ob ich den Chat auch sehen kann, aber irgendwie zeigt er mir den nicht so richtig an. Aber Vera, du wirst dich einklinken, wenn es dringende Fragen gibt. Ich habe ja gesagt, stellt Fragen direkt. Ja, leider gibt es noch nicht so viele Fragen. Gerade eben kam nur der eine Hinweis, dass man bei Umfragen auch vorsichtig sein muss, dass bei einem Teilnehmer inaktive Mitglieder sich abgemeldet haben nach einer Umfrage. Ich habe ihm dann direkt im Chat geantwortet, dass es ja leider immer ein paar schwarze Schafe unter den Mitgliedern gibt, dass man das aber auch schlecht vermeiden kann. Ja, also vollkommen richtig. Bei jeglicher Art der Öffentlichkeitsarbeit, die ja darauf zielt, dass die Öffentlichkeit lernt und sieht und hört, was von uns kommt. Und da kann natürlich auch ein schlafendes Mitglied, ein passives Mitglied mal geweckt werden, der dann feststellt, oh, ich bin jetzt hier zur Jubiläumsveranstaltung eingeladen. Ich gehe doch schon ewig nicht mehr hin und ich wollte doch schon immer kündigen, dass so Leute dann aus dem Verein austreten.
Das wird nicht die Mehrzahl sein, sondern die allermeisten würden sich aus meiner, wenn ich so besucht würde, dann würde ich mich eher freuen und mich eher bestätigt fühlen oder gewertschätzt fühlen, dass der Verein auf meine Meinung zählt oder meine Meinung wissen will. Also ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich die Gefahr, dass der eine oder andere geweckt wird, der schon lange austreten wollte. Auf der anderen Seite aber auch, dass man Vereine oder Mitglieder da stärker an den Verein binden kann. Wenn man danach auch natürlich auf deren Wünsche eingehen kann, wenn man die Situationsanalyse gemacht hat. Zwischen- und Zielkontrolle haben wir gesagt. Das ist jetzt die ausführliche Folie dazu, sodass wir während der Aktionen, die wir durchführen, während unserer Öffentlichkeitsarbeit schon eine direkte Reaktion durchführen können. Wir können direkt korrigieren, wenn wir das Ganze zwischendurch kontrollieren. Wir können aber auch im Anschluss natürlich dann auch Zeit- und Kostenbudget abklären oder sollten wir auch tun, weil wenn wir beispielsweise bei dem Thema Umfrage bleiben, wie viel persönlichen Zeiteinsatz haben wir da reingegeben? Hat sich das gelohnt für das Ergebnis, was da am Ende rausgekommen ist? Also Öffentlichkeitsarbeit nicht nur ohne Konzept machen, sondern auch am Ende eben eine Kontrolle machen und dann eine ehrliche Kontrolle machen, auch wenn es kritisch wird, weil es könnte ja beispielsweise auch sein, dass man Geld investiert hat und am Ende auf den Kosten sitzen geblieben ist. Dann muss man sich im Vorstand oder im Verein dann schon auch kritischen Fragen stellen und dann überlegen, wie man es dann in Zukunft verbessern kann. In der Zielkontrolle ist auch immer die Überprüfung des Erfolgs möglich durch Evaluationen in den Medien oder in den Zielgruppen. Zielgruppe könnte ich dann wiederum in Befragungen testen oder eben das Ganze, so eine Befragung kann ich natürlich auch digital machen. Heute, in der heutigen Zeit geht auch keiner von Haustür zu Haustür und macht eine Befragung, sondern ihr habt ja E-Mail-Adressen eurer Mitglieder im Optimalfall und könnt dort auch mal so eine Befragung online durchführen. Ganz, ganz viele einfache Module, die es da auch kostenfrei gibt, die man nutzen kann, um einfach mal das Stimmungsbild im Verein abzufragen von möglichst vielen. Und wenn es größere Veranstaltungen sind oder größere Aktionen sind, die ihr plant, dann bietet sich natürlich auch immer ein Presse- und ein Medienspiegel an, den man dann zu dieser Veranstaltung anfertigt und als Beleg auch für Sponsoren oder Partner im Nachgang eben versenden. Weitere Fragen, die in der Kontrolle meistens aufploppen, ist die Frage nach dem Corporate Design. Als Beispiel, ihr seht jetzt hier die Präsentationsfolie, unten in der Folie so ein Bogen und bei der Neu- oder bei dem Facelift des Sportbund-Logos haben wir uns das als Corporate Design mit erarbeitet, dass wir sagen, diesen Bogen nehmen wir auf sozusagen aus dem Logo und bringen ihn dort wieder rein. Der erste Schritt in einem Verein, ein solches Corporate Design aufzustellen und regelmäßig durchzuführen, ist die Gestaltung eines Logos und die dauerhafte Verwendung eines Logos. Also bei jeglicher Veröffentlichung, die vom Verein rausgegeben wird, wird das Logo transportiert. Wenn auf der Facebook-Seite ist im Profilbild dann das Logo zu sehen. Auf der Pressemitteilung ist das Logo abgedruckt. Auf der Homepage natürlich auch prominent das Logo, auf Vereinskleidung, so wie jetzt bei mir hier auf dem Poloshirt, auch das Logo abgedruckt ist. Auf dem Rollup ist das Logo drauf. Keine Veröffentlichung ohne Logo, zusätzlich darauf achten bei der Logo-Gestaltung, dass ihr das auch immer unverpixelt irgendwo darstellt. Ich sehe immer noch ganz, ganz viele Plakate, die man teilweise auch online sieht, aber auch in gedruckter Form, wo die Auflösung für den Druck einfach nicht gepasst hat, zu schlecht war und das dann verpixelt wird. Achtet darauf, dass das Logo entsprechend immer gut gesehen und gut gelesen wird, dass es nicht verpixelt ist. Auch das geht schon mal in eine Richtung der Professionalität des Vereins, wenn dort kein Fehler passiert. Und wenn ich als letzte Frage auf diesen Punkt, zu diesem Punkt der Zwischen- und Zielkontrolle, wenn ich die Presse oder die Medien evaluieren will und meinen Erfolg überprüfen möchte, stelle vielleicht fest, es hätte besser sein können, dann sollte ich mir mal meinen Presseverteiler anschauen. Im Optimalfall macht ihr das zu Beginn eurer Aktion, euren Presseverteiler zu aktualisieren.
Denn es kann immer mal dazu kommen, egal wie alt er ist, dass ein Mitarbeiter nicht mehr in der Redaktion arbeitet, dass sich eine E-Mail-Adresse geändert hat, weil die Person ihren Namen gewechselt hat durch Hochzeit oder anderen Dingen, dass die Organisation vielleicht gar nicht mehr da ist oder diese Redaktion, die man erreichen wollte, mit einer anderen Redaktion zusammengelegt wurde. In den letzten Wochen gab es mal die Meldung von der Rheinzeitung, dass viele regionale Anlaufstellen zusammengelegt werden sollen. All sowas muss man dann einfach mal beachten und den Presseverteiler aktualisieren. Bedenkt bei dem Thema Presseverteilung auch die Online-Zeitungen wie den NR-Kurier oder den WW-Kurier, die im Westerwald und Neuwied unterwegs sind, aber auch an manchen Stellen einfach lokalo.de, auch wenn die an manchen anderen Stellen jetzt nicht den absolut höchstklassigsten Journalismus haben, aber das sind Plattformen, die von euren Zielgruppen teilweise gesehen werden. Deswegen nehmt die mit in euren Presseverteiler. Und je größer die Veranstaltung wird, je überregional interessant die Veranstaltung wird, nehmt ihr natürlich auch die überregionale Presse mit rein. Fachverbandsorgane, eure Fachverbände, den Sportbund Rheinland gerne auch immer mal wieder mit platzieren. Und wenn die Vera sich einklingt, scheint es eine Frage zu geben. Ja, genau. Es gibt eine Frage. Nochmal auf die Logoplatzierung zurück. Eine Frage, welche Anbieter bieten attraktive und preisgünstige Tennistrikots mit Aufdruck und Vereinslogo? Die Frage ist schon sehr speziell. Ich weiß gar nicht, ob du die so direkt beantworten kannst. Ja, also wir zum Thema Sportkleidung arbeiten wir an vielen Stellen mit unserem Partner Intersport Krummholz in Mülheim-Kärlich zusammen, oder er hat ja viele Filialen. Die bedrucken natürlich jegliches Material, aber es gibt auch in Mainz passende Firmen dazu, die das alles bedrucken. Wichtig wirklich an der Stelle, dass ihr ein hochaufgelöstes Logo habt. Und wenn ihr das noch nicht habt, schaut mal in eurem Verein nach, wer das euch eventuell gestalten kann, sodass am Ende ein sehr, sehr, sehr groß druckbares und druckfähiges Logo entsteht. Frage damit beantwortet wäre oder kommt noch ein Anschluss? Nee, ein Teilnehmer hat auch direkt Intersport Krummholz noch empfohlen. Also, und da kommt auch die Reaktion. Also vielen Dank für die Beantwortung. Also scheint damit die Frage auf jeden Fall schon abgehandelt zu sein. Okay, wunderbar. Dann machen wir weiter im Programm. Du meldest dich wieder, wenn was kommt. Natürlich. Sehr gut, vielen Dank. Nächster Punkt, wir kommen jetzt auf die Seite, die ganz am Anfang von der Folie, von der Präsentation gezeigt wurde, mit Empfänger, Sender und Kanälen. Starten möchte ich mit den Empfängern. Und da bin ich wieder. So schnell. Jetzt ging das ganz schnell, ja. Ich wollte die Chance noch nutzen, wo okay, du schieß los. Die Folie mit der Presse hattest. Was es für einen Tipp gibt, wenn die Presse immer nett an einem vorbeischaut und eingereichte Artikel nicht abdruckt? Das ist eine Lösung dazu habe ich, dass man, wenn man das nicht schon getan hat, mal persönlich bei der Redaktion vorbeischaut, entweder tatsächlich physisch, man geht dorthin und bittet um einen Termin, oder man ruft zumindest mal an und fragt mal nach, warum das nicht gekommen ist. Noch einen Tipp, gute Fotos mitschicken. Ja, das sind dann auch die Add-ons sozusagen. Meistens ist die Pressemeldung einfach nicht, und das ist nicht abwertend gemeint, das geht uns als Sportbund Rheinland an manchen Stellen auch so, nicht interessant genug, um in der Tageszeitung, beispielsweise in der Rheinzeitung oder im Trierischen Volksfreund zu landen. Dann ist einfach der restliche Nachrichten Teil so groß, so viele Inhalte, die platziert werden müssen, mit denen die Zeitungen auch richtig Geld verdienen. Beispielsweise Fußball-Bundesliga ist ja so ein Thema, die Zeitung ist voll damit. Aber es gibt auch immer wieder Zeiten, in denen Vereinsnachrichten platziert werden. Der gute Hinweis an der Stelle aus den Zeitungsredaktionen ist immer, nicht den Montag nutzen oder nicht den Freitag nutzen wollen, sondern als Randsportart, wenn man jetzt nicht Fußball ist und irgendwie höherklassig unterwegs ist, dass man dann sagt, man schickt eine Pressemitteilung dienstags vormittags. Denn dienstags, mittwochs, donnerstags sind in den Zeitungen mehr Plätze frei
die für andere Sportarten dann drin sind. Wenn ihr euch selbst die Zeitung mal anschaut, dann könnt ihr das auch beobachten, dass die Zeitung so berichtet. Weil am Freitag geht dann meistens die Fußballberichterstattung wieder los und, und. Spannender Punkt natürlich jetzt aktuell in der Corona-Zeit. Alle Wettkämpfe sind ausgeschaltet. Also die Zeitungen suchen händeringend nach Inhalten. Da bin ich fest von überzeugt, auch wenn mir die Kollegen aus den Redaktionen das jetzt noch nicht persönlich bestätigt haben. Aber wenn ihr in die Zeitungen reinguckt, die Allgemeine Zeitung in Mainz hat heute eine ganzseitige Berichterstattung darüber gebracht, wie man denn jetzt zu Hause Sport machen kann. Also haben so einen eigenen Sportlehrer, einen Sportwissenschaftler von der Uni Mainz dazu befragt und Übungen eingestellt. Diese Übungen, liebe Mainzer Vereine, die hättet ihr der AZ natürlich auch zeigen können und anbieten können, weil ihr seid ja auch der Experte in diesen Sportbereichen. Also kleiner Hinweis von meiner Seite, wenn ihr sowas seht, sprecht die Zeitung auch darauf an, ihr seid die Experten. Und wenn es jetzt irgendwie ein bisschen detaillierter in irgendeine Sportart reingehen soll, weil diese Phase der Corona vielleicht länger geht, als wir uns das alle erhoffen, dann ist die Zeitung vielleicht irgendwann gewählt, beim Thema Leichtathletik-Lauftraining auf den TSV Schott zuzugehen beispielsweise. Oder bei anderen Dingen eben einen anderen Verein anzusprechen und das zu platzieren. Also an der Stelle den persönlichen Kontakt suchen zu den Verein und oder zu den Redaktionen und natürlich auch am Ende, da komme ich jetzt gleich zu, wenn wir über die Kanäle sprechen, die eigenen Kanäle nutzen, um diese Informationen rauszugeben und nicht sich auf die Zeitungen verlassen. Okay? Ich glaube, damit ist die Frage sehr gut beantwortet. Noch eine oder? Nee, bisher kam nichts mehr rein. Gut, dann machen wir weiter mit dem Thema. Dann machen wir weiter in dem Thema Empfänger. Ich habe es aufgeschlüsselt auf der einen Seite in interne Empfänger und auf der anderen Seite in externe Empfänger. Ja, die internen sind natürlich die aktiven Mitglieder. Wir hatten es eben auch schon für die Befragung, die passiven Mitglieder. Wir haben aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter, was das Bild unten ein bisschen signalisieren soll oder darstellen soll. Darin eben Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Helfer, Ausschussmitglieder, aber auch den Vorstand selbst. Wenn ihr jetzt selbst mal denkt, ihr seid der Vereinsvorsitzende und ihr besprecht irgendetwas mit eurem Schatzmeister, nehmt euren Vorstand in dieser Entscheidung zumindest so weit mit, dass ihr ihn mit informiert, weil ansonsten bekommt ihr in der nächsten Vorstandssitzung eine Breitseite von dem Rest nach dem Motto, warum entscheidet ihr das denn alleine? Ihr seid doch nicht alleine der Verein. Auch wieder ein Beispiel, wie breit Öffentlichkeitsarbeit ist und Öffentlichkeitsarbeit eben nicht immer nur klassisch die Pressemeldung ist, die man nach draußen gibt. Ganz vielfältig und ein ganz wichtiges Thema im Verein. Hauptamtliche Mitarbeiter sind da auch zu nennen. Das sind natürlich auch Empfänger von Nachrichten, die ihr als Verein rausgibt. Das können dann beispielsweise sein, dass man sich darauf geeinigt hat, die Urlaubstage von 29 auf 30 hochzusetzen oder dass man sagt, man hat ein BGM-Angebot plötzlich und die Leute dürfen eine Stunde in ihrer Arbeitszeit Sport machen für die Gesundheit, damit sie möglichst lange gesund bleiben. Das wären so Nachrichten, die man dann an hauptamtliche Mitarbeiter transportiert. Externe sind natürlich potenzielle Mitglieder, nicht Mitglieder, also alle, die noch nicht im Verein dabei sind. Potenzielle Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Potenzielle Mitarbeiter können natürlich schon Mitglied im Verein sein. Also da ist auch ein bisschen zu differenzieren, welcher Empfänger wird am Ende wie angesprochen oder wer ist überhaupt Empfänger. Wichtig ist dann, sind die anderen fünf Punkte auch das Thema Politik. Nehmt da in eure Verteiler, nicht nur im Presseverteiler, die Informationen an die Medien rausgeben, sondern eben auch an Politik, an eure Wirtschaftspartner, also wenn ihr Sponsoren habt, informiert die auch mit eurer Pressemeldung. Ja, dass die Bescheid wissen, was ihr tut, weil nichts ist schlimmer, wenn ein Sponsor euch Geld am Anfang des Jahres gegeben hat und er hört das ganze Jahr nichts von euch und dann kommt ihr nächstes Jahr wieder dahin und sagt, wir würden dann ganz gerne wieder 500 Euro haben für die Bande. Dann sagt er, ja, aber was habt ihr denn dieses Jahr mit meinem Geld gemacht? Ich habe euch gar nicht gehört. Also diese Antwort könnt ihr umgehen, indem ihr Politik, Wirtschaft, andere Institutionen, also andere Sportvereine oder Kirchen, soweit das für euch interessant scheint, auch mit in diesen Verteiler reinnehmt. Dient auch dann wiederum ein bisschen der Abgrenzung oder
Man kommt in so eine gewisse Drucksituation vielleicht raus oder rein oder Konkurrenzsituation, denn wenn eine Kirche oder ein DRK sieht, wie viel ein Sportverein macht, dann kommen die, wenn sie vielleicht nicht so aktiv sind, auch aus dem Quark. Wenn die dann wiederum weiter sich entwickeln und zeigen, hey, wir sind auch da, das treibt euch ja auch an, um weiterhin präsent zu sein, weiterhin die Nummer eins irgendwie zu sein, wenn ihr das denn jetzt schon seid. Beim Thema Politik, nehmt nicht nur den Bürgermeister und die Gemeinderäte oder die Stadträte mit in euren Verteiler, sofern ihr da irgendwie Kontaktdaten kennt und das auch machen dürft. Da ist das Thema Datenschutz kurz zu nennen, dass ihr nicht einfach irgendwelche E-Mail-Adressen, private E-Mail-Adressen in einen Verteiler reinbastelt, sondern die Leute sollten zumindest ihre Zustimmung geben, dass ihr ihnen Informationen von eurem Verein senden dürft. Nehmt den Landrat oder den Oberbürgermeister beispielsweise mit rein und vergesst auch die Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages nicht aus eurer Region. Aus meiner Sicht ganz wichtige Personen, denn die entscheiden im Land Dinge, die euch am Ende auch im Sportverein betreffen. Sei es irgendwelche neuen Richtlinien, dass Kommunen die Sportstätten kostenfrei zur Verfügung halten. Sei es den Ausbau oder die Förderung von neuen Schwimmbädern. Sei es die Umgestaltung der Ehrenamtspauschale beispielsweise. All solche Dinge werden von der Politik beschlossen. Und wenn ihr euren MDL entsprechend briefen könnt oder dem auch zwischendurch mal sagen könnt, was ihr gut findet, dann ist das sicherlich keine schlechte Gelegenheit, den immer wieder mit Informationen zu versorgen. Die Institutionen habe ich genannt, Schulen und Kitas sind auch so ein Punkt. Ich mache gerade ganz kurz die Folie fertig und dann übernehmen wir die Frage. In Schulen und Kitas sind ja viele Vereine auch schon aktiv, ob man darüber Mitglieder gewinnen kann. Da streiten sich die Gelehrten und wir hoffen, dass das vielleicht zukünftig ein bisschen besser wird. Aktuell ist natürlich auch da überhaupt keine Mitgliederwerbung möglich. Ein Punkt, an dem die Sportvereine jetzt noch doppelt, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, gefordert sind, denn der Sport ist wahrscheinlich das erste Schulfach, was jetzt in diesen Zeiten nicht stattfinden kann. Also wer da jetzt aus persönlicher Erfahrung andere Informationen hat, darf mir die gerne mal senden. Ich habe, oder meine Tochter ist noch nicht im schulfähigen Alter, sodass ich das wüsste. Aber ich glaube, dass der Sport als erster auf der Kippe steht, wenn man das digital eben macht. Die Leute bewegen sich ja nicht zu Hause im Wohnzimmer. Und da kommt dann der Sportverein auf die Bühne und kann eben dieses Sportangebot bieten und die Kinder bewegen. Ja, TSV Schott, TG Konz, VfL Bad Kreuznach und, die machen ja schon ganz viel. Und dann, ich habe jetzt extra bei den Empfängern auf dieser Folie die Medien als allerletzten genannt, weil alle haben Medien und die Presse immer als ersten Empfänger beim Thema Öffentlichkeitsarbeit im Blick. So wie eben auch schon gesagt, wie kann ich es erreichen, wenn die Tageszeitung nicht berichtet? Ja, das ist ein Problem. Da muss man sich bemühen, dass die dann tatsächlich doch berichten. Aber ihr seht an dieser Folie auch, dass es ganz, ganz, ganz viele andere Empfänger gibt, die dann wiederum eure Nachrichten transportieren, wenn ihr euch das erste Bild, dieser kleinen Scherenschnitt, den ich euch präsentiert habe, nochmal vor Augen führt, dass andere Informationen weitertragen und sagen, dass ihr gute Arbeit macht. Jetzt wäre deine Frage oder die Frage der Zuschauer. Die Frage kommt von Marco. Und zwar, für den Presseverteiler an wirkliche Presse braucht man aber kein Einverständnis. Ich habe so ein bisschen Angst, dass du die Frage direkt an mich zurückgibst, aber ich lasse dich erstmal beantworten. Ja, ich hätte natürlich sagen können, das hättest du da jetzt auch gleich direkt mit beantworten können und mich nicht unterbrechen müssten. Nee, natürlich nicht. Also alle offiziellen Kontakte, auch die presse@sportbund-rheinland.de, da braucht ihr jetzt nicht bei mir anrufen und nachfragen, lieber Dominik, darf ich die Adresse da aufnehmen? Wenn ihr mich persönlich, also mit meiner E-Mail-Adresse vom Sportbund da aufnehmen möchtet, dann solltet ihr nachfragen. Die Zeitungsredaktionen haben meistens eine einheitliche Redaktionsadresse und jeder Mitarbeiter hat natürlich seine persönliche E-Mail-Adresse. Die Redaktionen möchten in den allermeisten Fällen, fragt nach, damit ihr sicher seid. Es kann nämlich von Redaktion zu Redaktion unterschiedlich sein, dass diese allgemeine Adresse genutzt wird und alle gleichzeitig auf dieses Ding zugreifen können. Und es nicht eben so ist, dass die Adresse bleibt, die Nachricht bei einem Redakteur hängen bleibt und der ist gerade im Urlaub und dann kommt die Nachricht nicht.
Deswegen immer die allgemeinen Redaktionsadressen, die findet ihr in den Impressums. Was ist die Mehrzahl von Impressum? Weißt du das in der Runde? Ich hatte zwar Latein, aber... Impressi, Impressums, Impressumme, wie auch immer. Egal. Ihr findet das in den Zeitungen. Da ist es, oder? Der, die, das Impressum. Egal. Ja, also das als Hinweis zu den Presseverteilungen oder zu den E-Mail-Adressen. Okay? Fragen beantwortet? Glaubst du? Espresso ist der Kommentar. Dann, Espresso. Ich habe leider nur Wasser, aber vielleicht hat der eine oder andere ein Espresso da stehen. Ich denke, damit ist die Frage aber beantwortet worden. Ja, ist sie. Wir gehen in die Sender rein. Und auch da seht ihr wieder einen Unterschied zwischen Sendern, die jetzt keine Klammer dahinter aufgelistet haben und welche, die eine Klammer dahinter aufgelistet haben. Ich habe es versucht so zu sortieren, dass von oben nach unten die genannt werden, die ich im Optimalfall direkt beeinflussen kann oder die tatsächlich im Sinne meiner Organisation, meines Vereins oder meines Verbandes eben kommunizieren. Der Vorstand an sich, sonst würden die Leute sich ja nicht wählen lassen, haben ja ein Interesse daran, dass der Verband oder der Verein in einem guten Licht dargestellt wird. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass die positiv über den eigenen Verein und eigenen Verband berichten. Die hauptamtlichen Mitarbeiter habe ich jetzt noch vor die ehrenamtlichen Mitarbeiter gesetzt, denn es ist ja meistens so, dass die ja in einem Arbeitsverhältnis stehen und dann in einer gewissen Abhängigkeit auch sind. Also wenn ich jetzt von meinem Präsidium gesagt bekomme, Dominik, schreib mal bitte eine Pressemeldung oder gib mal irgendwo eine Nachricht auf den sozialen Netzwerken raus, dass wir uns politisch so und so äußern wollen. Selbst wenn das nicht meine Meinung ist, dann bin ich als hauptamtlicher Mitarbeiter ja dazu mehr oder weniger verpflichtet, das nach außen zu transportieren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind dann so ein bisschen in so einer Twitter-Lösung. Ich habe natürlich nebenamtlich Angestellte und auch bezahlte Übungsleiter beispielsweise oder andere Leute, die sich im Verein gegen eine Aufwandsentschädigung oder gegen Geld engagieren. Aber ich habe natürlich auch Übungsleiter, die das vielleicht komplett ehrenamtlich machen oder die Trikotwäsche eben komplett ehrenamtlich machen. Kommen dafür hoffentlich irgendwann mal eine Ehrung, ja. Und wenn ich denen sage, bitte kommuniziert das so und so nach draußen, dann sagt er vielleicht, boah, ist aber nicht so meine Meinung. Dann transportiere ich das aber nicht so weiter oder ich rede anders darüber. Dann kommen die Mitglieder, die aktiven, die passiven Mitglieder kommunizieren ja meistens nicht, weil die sind nicht im Verein aktiv. Aber man sollte nicht komplett vergessen, der eine oder andere weiß vielleicht tatsächlich noch, dass er Mitglied im Verein ist. Dann kommen die Medien, die ich auch nur indirekt beeinflussen kann. An der Stelle auch immer wieder den Hinweis, wenn ihr Pressemitteilungen rausgebt, veröffentlicht diese Pressemitteilung, die ihr geschrieben habt, auch auf euren Kanälen, auf eurer Homepage, auf euren sozialen Netzwerken, wo auch immer ihr aktiv seid, aber veröffentlicht sie in der Originalfassung. Dann kann auch immer wieder, sollte mal eine Zeitung einen Artikel so weit kürzen, weil er für nicht mehr Platz in der Zeitung gereicht hat, dann könnt ihr sagen, hey, die lange Fassung gab es aber auf der Homepage und da könnt ihr wirklich lesen, was Sache ist und wie wir das eigentlich gemeint haben. Das wurde jetzt dadurch, dass es verkürzt wurde, in der Zeitung leider nicht komplett richtig dargestellt. Sollte mal so eine nicht richtige Darstellung erscheinen in der Zeitung, dann könnt ihr die Zeitung auch, die Redaktion kontaktieren und entsprechend darauf hinweisen. In den allermeisten Fällen wird dann auch euch nochmal eine Plattform gegeben, die Sache dann eben nochmal neu darzustellen und aus eurer Sicht zu erklären. Die Politik, wie eben auch schon bei den Empfängern, ihr seht ja auch da eine Doppelung bei Sendern und Empfängern jetzt insgesamt, ist auch indirekt, die transportieren das nämlich natürlich auch so, wie sie das wollen und sind nur indirekt beeinflussbar. Und Partnersponsoren, die stoßen da in das gleiche Horn. Wenn die von dem einen Verein was Gutes hören, transportieren die das vielleicht weiter. Wenn sie nichts Gutes hören, transportieren sie es vielleicht auch weiter. Aber so richtig beeinflussen kann man es da an der Stelle nicht mehr.
So, zeitlich, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs, dass wir das alles zusammenbekommen. In der Zeit, willst du kurz dazwischen gehen? Ja, ich gehe nur ganz kurz dazwischen. Ich habe den Kommentar im Chat auch schon kommentiert direkt, aber damit es auch jeder nochmal mitbekommt, ein Hinweis kam von einer Teilnehmerin. Und zwar hat sie auch die passiven Mitglieder nochmal erwähnt, dass das ja oftmals auch Leute sind, die weggezogen sind, nachher wieder in die Region kommen und die darf man auch auf jeden Fall nicht vergessen. Absolut. Interessanter Punkt an der Stelle jetzt. Das, was ich diese Woche gesehen habe, der PSV Remagen hat sein Kursangebot auf online umgestellt. Natürlich, weil keine Kursangebote physisch stattfinden dürfen, weil man sich nicht treffen darf und nicht gemeinsam Sport machen darf. Die haben das jetzt online umgebastelt, dass die Leute eben zu Hause tanzen und Yoga machen und Pilates und sonst was. Die Übungsleiter machen das bei sich im Wohnzimmer und die Teilnehmer machen das bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Jetzt kann es ja in Nach-Corona-Zeiten beispielsweise dazu kommen, und da möchte ich ganz gerne auch nochmal Professor Thieme nennen, der hat das nämlich bei unserem Übungsleiterforum im letzten Herbst schon als Szenario gezeigt, dass es so ja, hybride Angebote geben kann. Der Verein zeichnet das in Zukunft weiterhin auf, das Video oder dieses Sportangebot, streamt das auf seinen Plattformen, auf seiner Homepage, in seinem YouTube-Kanal oder an anderen Stellen. Der hat 30 Leute bei sich im Raum, in seinem Gymnastikraum vor Ort und nochmal beispielsweise 30 Leute oder auch nur 3 Leute auf seiner Online-Plattform. So kann ich natürlich auch diese gerade eben erwähnten ehemaligen Mitglieder, die vielleicht weggezogen sind, aber sich dem Verein noch verbunden fühlen, wiederum erreichen, sodass die vielleicht auch am Ende nicht weiterhin den passiven Beitrag zahlen, sondern wieder aktive Mitglieder werden. Also die Chance sollte man jetzt in der Sache auch sehen, wenn man Online-Sportangebote kreiert, dass man die in Zukunft nicht dann wieder alle zurückschraubt, nach dem Motto, wir dürfen uns ja wieder treffen, sondern überlegt, habe ich einen Mehrwert davon, wenn ich das weiter online bringe und entsprechend neue Mitglieder darüber vielleicht auch digital gewinnen kann. So kann ich beispielsweise aus Mainz, könnte ich an einem Sportangebot ja in Koblenz ohne Probleme teilnehmen. Oder beispielsweise auch in Trier, das, was mir jetzt vielleicht zeitlich und räumlich nicht möglich ist. Weitere Punkte dazu? Bisher nur dankende Hinweise, dass das ein sehr guter Tipp ist. Ja, also ich bin gespannt, wie es tatsächlich umgesetzt wird. Ich kann das ja hier in Mainz beim TSV Schott auch beobachten. Ich kenne auch den einen oder anderen bei den Schottlern. Da werde ich das bestimmt mitkriegen und dann auch wiederum in meinen Seminaren beim Sportbund Rheinland positiv nennen und weitertragen. Sehr gut. An der Stelle ganz kurz nur nochmal mein immer wiederkehrender Hinweis in den Webinaren oder Seminaren. Nutzt tatsächlich auch den Chat, deswegen wollte ich am Anfang auch wissen, aus welchen Vereinen ihr kommt, um sich gewissermaßen zu verbinden, zu vernetzen, um von dem anderen zu lernen, bei dem anderen mal zu stibitzen, was der so selbst macht. Man muss nicht das Rad immer neu erfinden, sondern man kann da ganz, ganz viel voneinander lernen. Ich sage auch bei vielen Aktionen, die der Sportbund Rheinland macht, die habe ich nicht erfunden. Aber ich habe die irgendwo gesehen und für gut befunden und versuche dann, das in der Öffentlichkeitsarbeit entsprechend umzusetzen. Soweit zu diesem Punkt noch. Dann mache ich weiter. Apropos vernetzen, bei der TSG Ehrlich habe ich dir auch direkt den Videobeitrag bei Facebook weitergeleitet. Also wir gucken auch selbst über den Tellerrand und gucken, was die Vereine. Liebe TSG Ehrlich, das Video hat die Vera mir weitergeschickt, das habe ich gesehen. Wann war das, gestern? Ja, gestern war es, ne? Gestern oder vorgestern, ja. Also wir beobachten natürlich da die Lage auch ganz interessiert und schauen, was die Vereine für Öffentlichkeitsarbeit macht und hoffen durch so ein Webinar jetzt oder so ein Webinar gestern vom Bildungswerk, was morgen den zweiten Teil findet, dass die Öffentlichkeitsarbeit in den Vereinen noch stärker wird und noch besser wird und wir noch mehr mitbekommen und den Sport insgesamt noch besser platzieren können. So, genug dieses kurzen Monologs, was die Förderung des Sports in Rheinland-Pfalz angeht. Ich mache den Kanälen weiter. Eine Homepage haben die allermeisten Vereine heutzutage. Social Media. Vor 5 Jahren habe ich noch gesagt, liebe Vereine, überlegt euch gut, ob ihr das macht. Das ist zusätzlicher Aufwand. Ihr müsst jemanden haben, der das macht und, und. Mittlerweile würde ich sagen, schaut euch eure Zielgruppe an.
wenn, ihr könnt das auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich machen, wenn ihr eine junge Abteilung habt, die jetzt plötzlich auf Snapchat und TikTok unterwegs ist, dann überlegt euch, wie ihr dort Inhalte platzieren könnt. Wenn ihr eher, ja, ich sage jetzt tatsächlich beim Thema Facebook, ältere Mitglieder habt, dann seid ihr da vielleicht ganz gut aufgehoben. Immer solltet ihr auch unterscheiden, ob ihr das Social Media als Gruppe für euch nutzt, sozusagen als interne Plattform nochmal die Mitglieder zu informieren, oder ob ihr tatsächlich so groß und so bekannt seid, dass auch viele, viele, viele externe Leute eure Seite dann liken und eure Informationen haben wollen. Also je größer und je erfolgreicher ihr seid im Sport, desto eher geht das in diese Richtung. Auch bei dem Wissen, dass wir alle nicht unbedingt der FC Bayern sind und gleich über mehrere Millionen Follower zählen können. Aber das sind so die Punkte. Wenn ihr ein regionales Netzwerk sucht, dann kann ich euch vereinsleben.de empfehlen. Das wird organisiert und gestaltet von Vereinsbürger getragen von RP1, unterstützt von dem Sportbund Rheinland, den anderen Sportbünden Rheinhessen und Pfalz und dem Landessportbund Rheinland-Pfalz. Und wir versuchen an der Stelle ein regionales, auf deutschen Servern liegendes soziales Netzwerk für den Sport herzustellen. Wir versuchen das immer weiter zu entwickeln. Ihr kennt vielleicht schon die Aktion Verein des Monats, die läuft gerade wieder. Da könnt ihr eben auch Nachrichten platzieren oder euch gut darstellen, für euch Werbung machen. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Radioauftritt dort klar machen, wenn man das Thema vereinsleben.de spielt und RPR1 auch in seinem Presseverteiler mit drin hat. Also bei dem Presseverteiler auch darauf achten, dass es nicht nur Printmedien sind, sondern auch Radio und auch Fernsehen. Ja, zumindest regionale TV-Stationen auf dem Kanal in Trier oder TV Mittelrhein, Westerwald TV im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dann nehmt ihr die mit dazu. Je größer eure Aktionen sind, nehmt auch gerne den SWR oder SWR aktuell mit in den Verteiler rein, das als Ergänzung dazu. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, dass der VfL Bad Kreuznach und die TG Konz in dem letzten sonntäglichen SWR Sport Rheinland-Pfalz präsent waren mit ihren Angeboten oder aktuellen Problemen. Dann haben wir das Thema Newsletter und Briefe. Setzt nicht die komplette Kommunikation, das ist meine Empfehlung, auf digital, also Homepage, Newsletter, Social Media, WhatsApp und sonst was, sondern überlegt euch, an welchen Stellen auch Briefe interessant sind und vielleicht sogar besser ankommen. Also wenn ich jetzt die Mitglieder zur Jubiläumsveranstaltung einlade, dann würde eine Einladung per Brief doch ganz nett sein. So versendet der Sportbund Rheinland beispielsweise für sein Sommerfest immer auch eine Einladungskarte mit Rückmeldungen bzw. Informationen drauf, die an alle Vereine versendet werden. Ja, wer diese Einladung noch nie gesehen hat, aber in einem rheinland-pfälzischen Sport oder einem rheinländischen Sportverein tätig ist, ehrenamtlich engagiert ist und sich dort einbringt, dann fragt mal beim nächsten Mal, wenn das Sommerfest wieder ansteht, dass den Vorstand, ob diese Einladung eingetroffen ist. Und Gratulation natürlich auch zum runden Geburtstag, zur Hochzeitsjubiläum, zu Geburten und all solche Geschichten. Gerne auch eine Karte schreiben, kommt immer ganz gut an. Jeder freut sich über Post im Briefkasten, die keine Rechnung ist. Oder bei Gratulationen, man kennt das von den 90-jährigen Geburtstagen oder 100-jährigen Geburtstagen, bei denen der Oberbürgermeister dann aus der Zeitung einen anlacht. Geht ruhig auch bei so runden Geburtstagen, wenn das gewünscht ist oder wenn das offen ist und die Leute möchten, geht vorbei und gratuliert persönlich. Ja? Bei den Newslettern oder bei den Informationen, Briefen, solltet ihr auch differenzieren zwischen Mitgliedern und Mitarbeitern. Ich hatte es ja eben schon mal genannt, Mitarbeiter bekommen teilweise andere Nachrichten als Mitglieder. Die allermeisten Sachen, die Mitglieder bekommen, sollen auch Mitarbeiter bekommen, ob jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich, ist egal. Aber nicht alle Informationen, die Mitarbeiter bekommen, sind auch interessant für Mitglieder. Dann kommen wir zu den Klassikern, Ankündigungsplakate, Flyer und Straßenbanner. Ja, direkt zu den oberen drei Punkten eine Frage. Ja, genau. Es gab die Frage, ob es da einen Hinweis gibt, beziehungsweise eine günstige Software, die es ermöglicht, Newsletter etc. zu versenden. Da wollte ich kurz den Hinweis auf Intelli-Verein geben.
Damit kann man die komplette Vereinsdaten, sage ich mal, verwalten und auch Newsletter bzw. E-Mails, gesammelte E-Mails über das Programm rausschicken. Ich komme aber gerne am Ende vom Webinar nochmal darauf, weil wir dazu natürlich auch Webinare anbieten. Erstens das, wir bieten Webinare an und zweitens haben wir in diesem Jahr, in 2020, noch die Förderung vom Sportbund Rheinland da drauf und von Interconnect, also dem Anbieter dieses Softwareprogramms, sodass wir die Kosten, die da in dem ersten Jahr entstehen, Einrichtungskosten und Verwaltungsgebühren komplett übernehmen. Bei dem kleinen Produkt, bei dem größeren, was für größere Vereine dann interessant ist, übernehmen wir das halbjährlich, also dass die Kosten da zumindest ein bisschen reduziert werden von unserer Seite. Wer sich dafür interessiert, findet dann aber in den nächsten Webinar, du kannst da vielleicht den Link zu den Stellen, dann können die Leute das direkt sehen. Mache ich nachher noch. Okay, jetzt ist meine Internetverbindung wieder instabil angezeigt, aber ich bin auch da. Ja, zum Glück. Ich schalte mich schnell wieder aus, da bist du vielleicht besser. Das meinst du, ja. Ich sitze hier in der Lande. Dazu. Machen wir weiter. Ankündigungsplakate, Flyer und Straßenbanner, das sind die bekannten Sachen. Ich gebe aber an der einen oder anderen Stelle da noch gerne einen Hinweis bei Ankündigungsplakaten. Bedenkt, dass ihr da auch Genehmigungen für braucht, wenn ihr sowas platziert. Bedenkt, dass ihr das teilweise nicht alleine aufstellen dürft. Also ich kenne es aus der Stadt Mainz von Veranstaltungen. Da werden die von stadtnahen Behörden oder Organisationen aufgestellt und wieder abgebaut. Ihr braucht euch dann aber auch nicht darum zu kümmern, irgendwelche Plakatständer zu organisieren oder die Plakate selbst zu kleben. Das macht dann alles die Stadt oder vielleicht auch die Kommune, der Bauhof bei euch vor Ort. Und bei den Straßenbannern, wenn ihr sie selbst aufstellen dürft, macht sie sehr, 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 sehr gut fest. Denn sollten die Banner irgendwie auf der Straße landen und es dann zu einem Unfall kommen, ich hoffe, dass sich dann keiner bei unserem Sportversicherungspartner, der ARAG, eben melden muss, dass da was passiert ist und dass man dann nachweisen muss, dass man dieses Banner doch tatsächlich sach- und fachgerecht befestigt hat und dass irgendjemand mutwillig das zerstört hat, als es dann eben auf der Straße gelandet ist. Also an der Stelle achtet auf die Befestigung, achtet auf die Genehmigungen. Wenn ihr Plakate aufstellt und eine Genehmigung habt, wie lange die vorher stehen dürfen, dann habt ihr meistens auch die Genehmigung, wie lange die nachher stehen dürfen. Also sorgt dann auch dafür, dass die Plakate wieder abgeräumt werden. Vereinszeitungen. Ich habe es jetzt von einigen Vereinen schon gehört, dass die jetzt online dargestellt werden, weil man sie ja nicht verteilen kann oder weil auch die Anzeigengeber nicht sonderlich gut finanziell dargestellt sind und keine Anzeigen schalten wollen oder können, verständlicherweise, sodass man eben die Inhalte aber trotzdem online transportiert. Eine gute Lösung an der Stelle. Wir produzieren ja auch unseren Lehrgangsplan in doppelter Form, einmal online, einmal digital. Also ihr könnt den Lehrgangsplan, wenn ihr ihn nicht in der Printform erhalten habt, auch immer bei uns auf der Homepage unter dem Punkt Marktplatz und dann Mediathek eben abrufen. Pressemitteilungen sind natürlich der klassischste Kanal, den man vielleicht kennt. Und dann eins meiner Lieblingsthemen. Ich werde immer wieder ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich in Seminaren das aufrufe, das Thema Schaukasten. Ihr seht jetzt hier das Bild an der Seite vom Sportbund Rheinland. Und es gibt bestimmt eine ganze Menge an Vereinen, die jetzt hier im Seminar teilnehmen, die auch einen Schaukasten haben. Ich empfehle euch dazu, nutzt diesen Schaukasten. Meistens hängt dieser öffentlichkeitswirksam am Außengelände, am Gelände von der Sportanlage oder sogar zentral im Ort an der Vereinskneipe oder an der Vereinsgaststätte oder am Rathaus beispielsweise. Das ist auch eine Möglichkeit, dass das da platziert ist. Und dann sorgt dafür, dass erstens aktuelle Inhalte drin sind, ein aktueller Ansprechpartner zu finden ist, wo Leute anrufen können, wenn sie sich weitere Informationen zu dem Verein holen. Und sorgt bitte auch dafür, dass die Scheiben geputzt sind und nicht irgendwo an der Ecke noch irgendwo eine kleine Spinne rumläuft. Ihr könnt ja mal selbst durch Orte gehen, geht mal durch euren Ort, schaut euch mal Schaukästen an. Die anderen Institutionen, DRK, Feuerwehr, Kirchen, auch die haben alle Schaukästen. Die sind vielleicht nicht besser als ihr, aber nimmt einfach diesen Punkt nochmal mit und vernachlässigt dieses alte Medium Schaukasten nicht. Denn wenn ihr dort ein Plakat platziert, das in der Nähe oder auf dem Weg zum Supermarkt gesehen wird, dann habt ihr einfach ein
nochmaligen Kontakt gehabt zu euren potenziellen Empfängern. Okay, an dieser Stelle kommen normalerweise Einwände ohne Ende, dass man das gar nicht so sieht mit dem Schaukasten und so weiter. Aber vielleicht ist das auch ganz gut. Also ich kenne es hier in Mainz, in Gonsenheim, vom HC Gonsenheim. Die haben einen Schaukasten, der ist immer wieder gefüllt. Die Karnevalsvereine hier auf der Breite Straße, die haben Schaukästen, der ist auch immer gut gefüllt. Also es gibt aber auch andere Beispiele. Und nehmt euch das Beispiel an den Guten und setzt das dann selbst auch um. Gut, mal weiter. Dann kommen wir nämlich auch zeitlich ganz gut in das Finale rein. Ein paar Fragen haben wir jetzt ja schon beantwortet zwischendurch. Wenn jetzt noch welche aufgetaucht sind oder jemand hat zu den vorigen Folien, wir sind nämlich hier in der vorletzten Folie jetzt, dann gerne nochmal reingrätschen. Auch im Anschluss können wir noch ein paar Fragen beantworten, wenn da noch was auftaucht. Jetzt möchte ich euch gerne noch die goldenen Regeln. Wie gesagt, die sind nicht von mir, die habe ich nicht alle selbst erfunden, aber zusammengetragen und will euch erklären, was Öffentlichkeitsarbeit sein sollte oder wie sie sein sollte, beziehungsweise was sie tunlichst vermeiden sollte. Wir haben auf der einen Seite Informationen zu transportieren. Ihr erinnert euch an die Ziele, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Darin sollten auch nicht eine Nachricht platziert werden, dass die Basketballgruppe sich jetzt wieder getroffen hat nach Corona. Schön und gut, dass nach Corona dann alles wieder so läuft, aber das hat nicht unbedingt Nachrichtenmehrwert. Wenn ich aber nach Corona signalisieren kann, hey, ich habe irgendwie auch in dieser Zeit 5 neue Mitglieder gewonnen oder ich habe einen neuen Trainer gewonnen, dann schreibt ihr das, dann ist das eine Meldung. Bedenkt aber immer, eine Meldung, die für euch und für eure Mitglieder interessant ist, ist nicht unbedingt eine Meldung, die entsprechend für eine Tageszeitung und je größer sie ist, desto weniger interessant ist. Soll nicht abwertend sein und die Kollegen bei den Zeitungen machen das eben auch nicht mit böser Absicht, sondern die sagen dann, hey, was interessiert mich der Wittlicher Turnverein, wenn das den Koblenzer Leser überhaupt nicht trifft, weil der ein Angebot in Wittlich gemacht hat. Also das nur als kleines Beispiel. Ihr solltet dann umfassend berichten, wenn ihr über einen neuen Trainer in eurer Sportgruppe erzählt, nennt nicht nur den Namen oder sagt, dass ihr einen neuen habt, sondern erzählt auch, wo der herkommt, was für Erfahrungen der hat, warum der sich jetzt für euch engagiert oder bei euch im Einsatz ist. Nehmt einen O-Ton dazu, O-Töne beleben, so Pressemitteilungen natürlich, genauso wie eben schon mal angemerkt Bilder. Ich sage in den ausführlicheren Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsseminaren immer, dass es keine Pressemitteilung ohne Bild gibt. Also immer, wenn ich eine Pressemitteilung rausschicke, dann liefere ich auch immer ein Bild mit und erkläre dann natürlich auch in der Pressemitteilung, was auf diesem Bild zu sehen ist, wer das Foto gemacht hat und erkläre damit auch mich einverstanden, dass dieses Bild genutzt werden darf. Natürlich versuche ich im Vorhinein die Personen, die auf dem Bild eventuell gezeigt sind, abzuklopfen, dass die Bescheid wissen darüber, dass sie plötzlich in der Zeitung erscheinen. Ja, aufmerksamkeitserregend soll eine Information natürlich auch sein. Nichts ist langweiliger wie die Meldung Hund beißt Mann. Wenn ich aber lese, Mann beißt Hund, ist das irgendwie schon mal eine andere Sache. Also überlegt euch da auch in den Überschriften oder in den ersten Zeilen, dass das attraktiv ist, dass es aufmerksamkeitserzeugend ist. Es muss zum Image passen. Beispiel dazu, es bringt nichts, wenn ich ein Verein bin, der im Altersschnitt 60 Jahre hat, und dann plötzlich irgendwelche Hip-Hop-Angebote mache mit unleserlichen Tags und ganz schrägen Musiken. Das passt nicht unbedingt zu dem Image, das ich vielleicht als Verein aktuell habe. Das immer mit bedenken, wie ist mein Image? Dazu passt dann eben auch die Situationsanalyse vom Anfang. Bezieht euer Corporate Design ein, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Öffentlichkeitsarbeit sollte regelmäßig stattfinden. Besonders mit Blick auf die sozialen Netzwerke, da reicht es eben nicht. Auch weil im Hintergrund ein Algorithmus läuft, der Häufigkeit am Ende auch belohnt. Da reicht es nicht, wenn ich einmal in der Woche oder einmal im Monat eine Meldung. Auf der Homepage würde es reichen, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt ein kleiner Verein bin und nicht irgendwie ein Verein mit 2000 Mitgliedern. In einem Verein mit 2000 Mitgliedern, glaube ich, habt ihr jeden Tag eine Meldung für Facebook und ihr habt mindestens einmal in der Woche eine größere Meldung auf eurer Homepage. Das glaube ich schon.
Und wenn es eine Vorstellung ist von einzelnen Abteilungen, von Trainern und, die ihr im Video interviewen könnt oder zu denen ihr ein Interview schreibt. Ehrlich und wahrheitsgemäß sollte eine Pressemitteilung natürlich auch sein. Hier immer bei der Wahrheit bleiben und nichts irgendwie tatsächlich, wie es unten eben heißt, was man vermeiden sollte, beschönigen oder vertuschen. Als Beispiel hierzu immer, ich habe bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz auch das Kinderfestival mitorganisiert und war da für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn wir da Fälle gehabt hätten, wo Leute Verletzungen hatten oder irgendwie Kinder vermisst wurden und nicht mehr zu ihren Eltern gebracht werden konnten am Ende der Veranstaltung, dann hätten wir das natürlich in unserer Pressemitteilung genannt. Es ist zum Glück nie was Großes passiert. Aber wenn ihr beispielsweise euren Fußballbericht macht, euren Spielbericht und da gab es irgendwie unschöne Szenen, Rudelbildung oder tatsächlich rote Karten und unflätige Wörter und sonstige Beleidigungen, dann sollte man das zumindest mal mit einem Satz nennen. Wenn ihr das selbst seid, dürft ihr das natürlich irgendwo vielleicht weiter unten nennen und nicht im ersten Satz. Aber ihr solltet es nicht vertuschen, nicht verheimlichen und auch nicht ablenken, so nach dem Motto, hast du alles halb so wild, wir haben uns ja hinterher entschuldigt, sondern dann eher darüber reden, dass das natürlich besprochen wird und eventuell auch Konsequenzen geben wird, wenn man so Fälle hat. Und Öffentlichkeitsarbeit sollte keinen Selbstzweck haben. Wir haben ganz am Anfang ja schon gesagt, dass wir ein Konzept erstellen und ein Ziel verfolgen. Also es gibt nicht eine Pressemitteilung raus zu irgendeiner Aktion, weil ich damit nur Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben will, sondern ich will, dass die Leute das lesen in der Zeitung, dass die Leute Informationen haben zu meinem Verein, dass mein Image aufgebaut wird, dass meine Lobby größer wird und, all die Punkte, die wir ganz am Anfang schon mal hatten. So, dann würde ich dem guten Mann hier rechts im Bild den Finger nach unten nehmen und mich nach links schalten, würde euch, ich glaube, zeitlich sind wir ganz gut durchgekommen, für die Teilnahme danken. Hat mich gefreut, dass so viele dabei waren und in unserer Webinarwoche dabei sind. Jetzt kriege ich wieder eine Anzeige, Vera. Ich hoffe, da bin ich wieder, glaube ich. Und ja, vielen Dank auch für euer Engagement in euren Vereinen. Ich nenne an dieser Stelle immer noch einen kleinen Satz, den ich mir bei anderen Seminaren, die ich beim Thema Laufen gemacht habe, da hat sich der Organisator immer so verabschiedet, dass er sagte, ihr habt hierfür bezahlt. In dem Fall ist es jetzt kostenfrei, aber ihr habt mit eurer Zeit bezahlt. Und mit diesem Einsatz habt ihr auch ein Stück von mir mitgekauft. Fragt, ruft mich an, schreibt mir in ihr E-Mail. Ich versuche euch dann zu antworten. Wenn nicht sofort, dann habe ich vielleicht an anderer Stelle eine Information oder kann an Experten weiterleiten. In der Akademie, in der SBR Management Akademie mit der Vera beispielsweise sitzen auch Leute, die dann bei Themen, die nicht die Öffentlichkeit